Ja, hallo dieses Mal an alle WhatsApp-Nutzer da draußen. WhatsApp ist ja ein bekanntes Chat-Element für Ihr Telefon und genau dafür haben wir einen sogenannten Rundbrief eingerichtet. Und wie das funktioniert, was Sie da auch persönlich von haben und vor allem, wie Sie es einrichten, das möchten wir Ihnen heute in einem ganz kurzen Video einfach mal ganz einfach erklärt darstellen. Als ersten Schritt speichern Sie einfach diese Telefonnummer als normalen Kontakt auf Ihrem Telefon, auf Ihrem Handy. Nennen Sie sie am besten AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt. Ganz normal speichern. Und wie es jetzt weitergeht, das zeigt Ihnen mein Kollege Ronny Kumpf hier direkt am Handy. Im Anschluss öffnen Sie den WhatsApp-Account der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, drücken oder tippen in die Befehlszeile Start. Im Anschluss erhalten Sie die Nachricht Willkommen. Das ist das Zeichen für Sie, dass Sie jetzt in unserem WhatsApp-Rundbrief Mitglied sind. Dadurch erhalten Sie Informationen der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt aus erster Hand, Informationen über Pressemitteilung, politische Stellungnahmen, Veranstaltungshinweise und weiteres, alles das, was die öffentlich-rechtlichen Medien Ihnen gerne verschweigen. Ja, bitte haben Sie allerdings Verständnis dafür, dass wir hier auf Rückmeldungen, auf Nachrichten jetzt in diesem Element nicht reagieren können. Dafür haben wir die ganzen anderen Kanäle. Also kontaktieren Sie uns gerne persönlich hier im Landtag, rufen Sie an, schreiben Sie eine Mail oder nutzen Sie auch die Kanäle auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter. Wir sind da wirklich überall eigentlich präsent für Sie. Ja, dass wir wirklich die Bürgernähe auch leben können. In diesem Kanal, wie gesagt, allerdings leider nicht. Das ist ein reines Informationselement. Informieren Sie bitte auch Freunde, Bekannte, Verwandte über unseren WhatsApp-Rundbrief. Teilen Sie diese Nachrichten in anderen WhatsApp-Nachrichtenportalen, damit auch andere informiert werden über die Ideen, politischen Stellungnahmen der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt. Ja, ich denke mal, das war ganz verständlich. Wenn Sie trotzdem noch irgendeine Nachricht oder eine Frage dazu haben, schreiben Sie es einfach unten in den Kommentaren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.